liebe Delegierte, liebe Mitstreiter, ich möchte mich Ihnen anhand von 5 Fragen vorstellen. Erste Frage, wie und wann bin ich zur AfD gekommen? Zweite Frage, wie sehe ich unser Land? Dritte Frage, was motiviert mich? Viertens, was bringe ich mit und was möchte ich einbringen? Und schließlich, warum sollten Sie mich unterstützen? Wie und wann bin ich zur AfD gekommen, habe mich immer für Politik interessiert, war nie in einer politischen Partei, war zunächst verwundert, dann verärgert und schließlich am 9. März 2013 bin ich Mitglied geworden, bin seit Rommerskirchen mit dabei. Kurz gesagt, ich stand zu einer Zeit in der Fußgängerzone, als das wirklich passiert, manche noch vorbeikamen und fragten AfD, ist das der Automobilclub für Deutschland? Zweite Frage, wie sehe ich unser Land? Ich denke, die Situation Deutschlands lässt sich gut anhand von 3 Namen festmachen. Erster Name, Anis Am, der Berlin-Attentäter, 14 verschiedene Identitäten, gegen ihn lagen Haftbefehle vor, wegen schwerer Körperverletzung, schwerem Diebstahl, er ging bei den Salafisten ein und aus. Das bittere Ende kennen wir alle. Zweiter Name, deutlich weniger bekannt, Sieglinda Baumert. Sieglinda Baumert aus Thüringen ist eine Frau, die sich seit Jahren standhaft weigert, ihre GZ-Zwangsgebühren zu zahlen. Und Sieglinda Baumert ist dafür im Februar letzten Jahres in die Justizvollzugsanstalt in Chemnitz eingeführt. Und meine Damen und Herren, für den Öffentlich-Rechtlichen, sofern Sie jetzt hier noch im Saal sind, berichten, sehen Sie mal, das müsste, das sollte Sie interessieren. Sie können in dieses Land einreisen, illegal sich frei bewegen, Sie können bei den Salafisten ein- und ausgehen, Sie können Straftaten begehen, Ihre Identität verschleiern, das alles können Sie tun und es passiert praktisch nichts. Aber wehe, Sie weigern sich Ihre GZ-Zwangsgebühren zu bezahlen. Dann trifft Sie die volle Härte des Gesetzes. Dafür gehen Sie in Deutschland ins Gefängnis. Und sehen Sie, meine Damen und Herren von der Öffentlich-Rechtlichen, das muss doch auch Ihnen klar sein. Ein Land, in dem so etwas passiert, ein Land, in dem so etwas möglich ist, da läuft etwas schief, da ist etwas faul. Und meine Damen und Herren von den Öffentlich-Rechtlichen, sehen Sie, wir alle hier im Saal, wir erwarten ja gar nicht mehr viel von Ihnen. Wir wären ja schon heilfroh, wenn Sie dieses offenkundige Missverhältnis einfach mal zur Kenntnis nehmen würden. Und wenn Sie dann noch darüber genau so berichten würden, ja, dann würden Sie endlich auch Ihrem gesetzlichen Auftrag gerecht werden. Dritter Name. Frau Professor Dr. Gabriele Dolf-Bohnekämper. Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin aus Berlin. Sie wissen, in Berlin wird derzeit über das Denkmal zur deutschen Einheit diskutiert. Und auf diesem Denkmal soll ein Schriftzug zu lesen sein: Wir sind das Volk, wir sind ein Volk. Nun kommt Frau Professor Dr. Gabriele Dolf-Bohnekämper und hat mit diesem Schriftzug ein Problem. Warum? Weil sie sagt, ich zitiere, dieses offen lässt, wie Menschen anderer Herkunft Zutritt zu einem Volk erhalten. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ich frage Sie, wie schief gewickelt muss ich eigentlich sein, um so zu argumentieren? Wie abgehoben muss ich sein, um so zu denken? Dreimal Deutschland im Jahr 2017 und 3 Namen, die auch gut drüber bringen, wofür wir als AfD stehen. Den Anis Amris und ihren Schließgesellen sagen wir, wenn ihr im Land seid, es wird schleunigst und höchste Zeit, ihr verlasst dieses Land. Und wenn ihr außerhalb des Landes seid, dann wollen wir euch gar nicht erst reinlassen. Und den Sieglinda Baumert in diesem Land, den Menschen, die sich abgehängt fühlen, die sich nicht wahrgenommen fühlen von der Politik, nicht ernst genommen, kolloniert und ansaliert fühlen, den wollen wir, den will die AfD endlich wieder eine Stimme geben. Und den Professor Dr. Gabriele Dolf-Bohnekämper, von dem gibt es ja mittlerweile viel zu viele in diesem Land, in Instituten, Forschungseinrichtungen, in den Nachrichtenmagazinen, in den Medien, in den Universitäten, den rufen wir zu. Ihr habt die Bodenhaftung verloren. Ihr sprecht nicht mehr für das Volk und die Mehrheit der Menschen in diesem Land. Und es wird höchste Zeit, dass ihr eure Sachen packt und versteht. Dritte Frage, was motiviert mich? Das ist relativ schnell beantwortet. Sehen Sie mal, ich bin Vater von 3 Kindern, die jüngste Tochter ist 10 Jahre alt. Wenn diese 3 Töchter in einem Jahr vor mir stehen und mich fragen, sag mal, Papa, was habt ihr uns da eigentlich hinterlassen? Energiewende vor die Wand gefahren, Integration gescheitert, Währung und Finanzen zerrüttet, Infrastruktur verrottet, dann will ich Ihnen zumindest in die Augen schauen können
und sagen können, euer Vater hat es versucht. Euer Vater hat es wenigstens versucht. Dritte Frage, was bringe ich mit und was möchte ich einbringen? Ich arbeite seit über 17 Jahren bei einem Energieversorgungsunternehmen. Ich kenne also die Irrungen und Wirrungen der Energie, wenn wir aus vorderster Front. Ich war Mitglied des seinerzeit im Bundesfachausschuss Energie. Wir haben wichtige Impulse in unser Programm von dort transportieren können. Ich bin heute Ihr fachpolitischer Sprecher für das Thema Energie für den Landesverband Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, als Sie das erste Mal die noch recht dürren Programmpunkte gelesen haben der AfD. Bei mir war das ein Gefühl, als ob jemand in einem muffigen, schrägigen Raum die Fenster aufreißt und endlich frische, klare, unverbrauchte Luft ansteht. Und dieser frische Wind, ist heute nötiger denn je. Ich mache das fest zum Beispiel im Bereich Energie an dem Thema EEG. Sehen Sie mal, alle Parteien ausnahmslos halten mehr oder weniger an den EEG, an den Erneuerbaren Energiegesetz fest. Die einzige Partei, die klipp und klar erklärt, dieses wird abgeschafft, das sind wir, das ist die AfD. Und jetzt frage ich Sie, sind wir deshalb, befinden wir uns deshalb in einer Extremposition oder befinden wir uns deshalb in einer Position außerhalb des normalen Meinungsspektrums? Nein. Nein, meine Damen und Herren. Wir befinden uns in guter Gesellschaft, in allerbester Gesellschaft. Die Polkommission der Bundesregierung fordert nämlich genau das Gleiche. Warum sollten Sie mich unterstützen? Fünfter Punkt. Ich stehe mitten im Leben, bin voll berufstätig, Vater von drei Kindern. Das Thema Energie ist eines der Gründungsthemen der AfD. Und es ist wichtig, dass wir hier in Berlin vertreten sind. Das möchte ich gerne tun für Nordrhein-Westfalen, für diesen Landesverband und für unser Land. Wir müssen das Thema Energie energisch und kompetent in Berlin vertreten. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Kohlins. Ich wäre jetzt die Möglichkeit, Fragen an den Kandidaten zu richten. Bitte schön. Ja, Wolfgang Horst, Kreisverband Ingelheim. Eine Frage ist zum Thema Energieerzeugung. Wie stehen Sie zum Turbinenreaktor? Ja, das ist ja ein kerntechnisch basierter Reaktor. Ich denke, eines der ganz großen Probleme, was wir in Deutschland haben, ist, dass die Atomenergie durch linksgrüne Ideologie weitgehend diskreditiert ist. Es ist wichtig, dass wir als AfD, und da müssen wir differenziert argumentieren, dass wir nicht rüberbringen, dass wir zurück wollen zur Technologie der 60er Jahre. Denn das, was wir heute stehen haben, ist Technologie der 60er Jahre. Das wäre vollkommen verfehlt, aber die Entwicklung geht eben auch dort weiter. Keiner telefoniert mehr mit dem alten Nokia-Knochen, wir haben heute Smartphones. Das Gleiche ist in der Kerntechnik etwa. Der Thoriumreaktor ist ein Thema, wo wir weiter forschen müssen. Es kann nicht sein, dass Deutschland sich komplett verabschiedet hat aus der Zukunftsforschung. Dankeschön. Die nächste Frage. Herr Bullens, uns droht in Deutschland der Zwangseinbau von sogenannten digitalen Zählern. Diese kosten ungefähr 100 Euro statt 20 Euro bei den alten Zählern. Der Staat sagt, wir sparen dadurch unglaublich viel Geld, unglaublich viel Energie. Wie ist Ihre Stellung dazu? Danke. Ja, Sie haben die Antwort schon fast gegeben, diese digitalen Zähler. Erstmal, ich weiß nicht, wer es in der Presse kürzlich gelesen hat, messen falsch zum Teil, bis zum fünffachen messen, was eigentlich die alten Zähler messen. Aber der entscheidende Punkt ist, sie kosten deutlich mehr und sie sparen im Leben nicht als Privathaushalt ein, das, was in der digitale Zähler an Mehrkosten verursacht. Das ist wiederum ein rot-grünes Projekt, wo das Geld zum Fenster rausgeworfen wird. Und es wird flächendeckenden Widerstand dagegen geben, bin ich fest davon überzeugt, wir als AfD sollten da auch drauf springen. Ganz wichtiges Thema. Ich hätte gerne eine Meinung zum Thema Treibhauseffekt und wie sollten wir als Partei bei den kommenden Wahlen mit umgehen? Ja, also wir werden ja immer als Klimaleugner diffamiert. Ich empfehle für all diejenigen von Ihnen, die am Wahlkampfstand stehen, wenn Sie einem Grünen oder einem CO2-Gläubigen gegenüberstehen, verschwenden Sie nicht so viel Zeit darauf, diesen zu bekehren. Das ist für diejenigen, die das tun. Ich würde immer so argumentieren und das ist übrigens belegt. Selbst wenn Sie glauben an die These vom menschengemachten Klimawandel und das Thema CO2, dann ist es so, dass durch die gesamten Investitionen, die wir in Erneuerbare vornehmen, Deutschland die Erhöhung der Temperatur bis zum Jahre 2100 über das 2-Grad-Ziel hinaus um gerade 18 Tage auf
ballern wir jedes Jahr 30 Milliarden aus. Das muss der letzte Gutmensch verstehen, dass das in keinem Feld steht. So würde es dann mit dir, würde ich nicht über dieses CO2-Thema laufen. Ja. Frage 4. Bilder, Kreisverband Köln. Herr Williams, wie würden Sie im Bundestag mit dem schwierigen Thema Fracking umgehen? Ja, also Fracking ist ein Thema, was auch bei uns in der Partei stark diskutiert wurde, sehr kontrovers diskutiert wurde. Hier schlägt sich wieder diese, ich sag mal, linksgrüne Technikfeindlichkeit nieder. Ich bin aber der Meinung, das ist derzeit gar kein Thema. Warum ist das kein Thema? Wir haben Gaspreise, die Megawattstunde derzeit um die 15 bis 20 Euro. Bei diesem Gaspreis und dem riesigen Angebot an LNG, was wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte haben werden, wird das Thema Fracking gar keins sein, was sich stellt. Plus, ich bin der Meinung, das ist ein Schatz, der hier in Nordrhein-Westfalen in der Erde wohnt. Wir müssen diesen Schatz nicht in dieser und auch nicht in der nächsten Generation rausholen. Lassen wir doch unseren Kindern und Kindeskindern da noch etwas, was vielleicht zukünftig mit noch besserer Technik dann mal zu holen sein wird. Also verkennen Sie uns bitte nicht an so einer Front, dass Thema stellt sich derzeit nicht. Gregor Kaffer, Stefan, welche anderen Politikfelder möchtest du nicht im Bundestag in der Energiepolitik? Also ich sehe mich im Bundestag aufgrund meiner energiepolitischen Expertise ganz klar im Ausschuss für Wirtschaft und Energie für den Diplomkaufmann. Also da würde ich mich auf jeden Fall sehen. Ich habe aber zum Thema Wirtschaftspolitik natürlich auch Vorstellungen und auch das Thema Integration, muss ich sagen, ist eines, was ich in Köln durch die Ratsarbeit auch schmerzlich erfahre. Also auch da würde ich mich einbringen und mal ganz klar, mein Fokus ist Energie. Wir brauchen doch einen Fachmann und da würde ich von Ihrer Stand. Danke. Kandidaten Bulls, herzlichen Dank. Ungültig 1, Enthaltung 0, Nein alle 12, macht 194 minus 1 ist 193, 193 geteilt durch 2 ist 96,5, das heißt wir haben ein Quorum von 97. Es haben erreicht Erhand 30 und Herr Stefan Bulls 134. Herr Bulls, nehmen Sie die Wahl an. Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Herzlichen Glückwunsch.